Am Sonntag wird in der DDR nicht nur gewählt. Die Wahl ist auch Anlass für einen Medienrummel ohnesgleichen. Fast alle großen Fernsehsysteme berichten live aus der DDR. Heute wurde das ARD-Wahlstudio im Palast der Republik vorgestellt. Auf ein Abenteuer wie bei der ersten Mondlandung ist die ARD eingestellt, die heute im Ostberliner Palast der Republik ihr Wahlstudio präsentierte. Live wird von hier aus ein Informationsprogramm über die ersten freien Wahlen in der DDR am kommenden Sonntag gesendet, in enger Zusammenarbeit mit dem Fernsehen der DDR. Durch die Sendung, die mit prominenten Gästen aus Ost und West aufwartet und mit aktuellen Sportberichten garniert ist, führen die beiden Chefredakteure von SFB und WDR. Die ARD ist vorbereitet mit einem Aufwand, wie sie es bei einer Wahl in der Vergangenheit noch nie gehabt hat. Wir senden von 17.55 Uhr am Sonntag praktisch bis kurz vor Mitternacht aller Wahrscheinlichkeit nach. Wir betreten hier in der DDR Neuland. Diese Wahl ist für mich die spannendste Wahl, die ich bis jetzt als Berichterstatter wahrzunehmen hatte. Und ich hätte das dieser DDR überhaupt nicht zugetraut, dass sie dazu fähig ist, so viele Journalisten hier auf sich zu ziehen. Also ich stelle mir vor, dass das ein sehr spannender Abend wird und wir beide werden uns dann immer wieder abwechseln in den Rollen. Mal wird der eine moderieren, mal wird der andere Interviews führen. All das geht zwischen uns beiden fast automatisch und insofern bin ich ganz froh, dass wir hier wieder zusammenarbeiten. Wir sind es ja inzwischen gewohnt. Vor dem Palast der Republik auf dem großen Parkplatz laufen die technischen Vorbereitungen auf vollen Touren. Auch hier kooperiert die ARD mit dem Fernsehen der DDR und dem ZDF. Live-Schaltungen sind vorgesehen zu den Ostberliner Parteizentralen. Reporter werden sich melden aus Rostock, Erfurt, Leipzig und Dresden. Aufregend wird der Abend vor allem für die Wahlforscher vom Infas-Institut Bad Godesberg. Datenbeschaffung und Auswertung sind in einem Land, das eine Wahl wie diese zum ersten Mal seit 40 Jahren erlebt, komplizierter als in der Bundesrepublik. Trotzdem will man gegen 19.30 Uhr die erste Hochrechnung riskieren. Zuschauer, die bis Mitternacht vor dem Fernsehgerät ausharren, sollen auch noch das vorläufige Endergebnis erfahren.